Hey, guten Morgen. Essen auf Reisen. Und zwar idealerweise rohköstlich Essen auf Reisen. Also sagen wir mal gesund Essen auf Reisen. Das ist ja ein Thema, was viele beschäftigt. Und da geht es mir nicht anders als denjenigen, wenn man unterwegs ist, die Essgewohnheiten einfach sich irgendwie ändern. Und gerade wenn man länger unterwegs ist, da wird es dann reißt häufiger mal so der Flow des gesunden Essens. Und bei mir ist es nun so, ich habe insbesondere jetzt den letzten Monat sehr, sehr viel an Energie reingesteckt in das Buch und vielleicht ein bisschen mehr Energie, als es normalerweise geflowt hätte, weil ich wollte es endlich 2018 noch fertig bekommen, nachdem ich seit 3 Jahren mehr oder weniger intensiv daran geschrieben habe, und bin auch erstmal total glücklich, dass das Buch so gut bei euch ankommt und dass ihr ja entsprechend auch das Buch gekauft habt, natürlich, um entweder mich zu unterstützen oder ja, tatsächlich, um das Buch zu lesen. Ich denke, das Buch ist es allemal wert, meine Biografie. Und ja, auf jeden Fall, genau, und dann bin ich jetzt einfach mal losgezogen und werde ja ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Jahre, man weiß es nicht, unterwegs sein. Ich habe aber den Wunsch, trotzdem mich ganz normal weiter zu ernähren. Deshalb gibt es gleich ein Filmchen. Versuche ich tatsächlich auch mal mit den Sprossen und so weiter, das auch on the road weiter fortzuführen. Und ob das klappt oder das nicht klappt, das werden wir alles sehen. Ich werde euch heute auf jeden Fall einfach mal so einen Einblick geben, was ich so geplant habe. Und ja, und dann auch gerne von euch durchaus so ein paar ja, Erfahrungswerte von euch, die ihr vielleicht auch unterwegs seid und im Auto lebt und entsprechend ja, schon wisst, was es ankommt und was wichtig ist, wenn man eine rohköstliche, gesunde Ernährung beibehalten möchte oder wenn man seine nahezu rohköstliche Ernährung beibehalten möchte. Bisher habe ich das so gehandhabt, dass ich halt einfach nicht groß was mitgenommen habe und dann so gekauft habe. Und dann sind es halt dann doch immer ein paar Brötchen gewesen und da war der Tofu und so weiter. Und ja, und Sprossen und so, da war mir oft zu aufwendig. Jetzt habe ich tatsächlich mal versucht, das eben, oder versuche das zu integrieren. Ja. Generell werde ich habe alles mit an Equipment, ich werde weiter Videos machen, auch auf Reisen, weil ja, es kommen halt jeden Tag so viele Gedanken, und kleinere Gedanken findet sich auf Uasamu, meinen anderen Kanal, aber auch die Videos, wo es darum geht, um dich zu optimieren in irgendeiner Form, ernährungstechnisch, Persönlichkeitsentwicklung oder was auch immer, aber wo es darum geht, irgendetwas zu erreichen. Das, ja, das geht mir natürlich trotzdem jeden Tag durch den Kopf, und ich bin vielleicht jeden Tag mit anderen Menschen unterwegs. Ich weiß das noch nicht, inwieweit ich erstmal so alleine oder tatsächlich mit anderen Menschen. Es wird sich alles zeigen. Ich bin auch ganz froh, dass ich jetzt alles vor Weihnachten weg bin aus meiner, ja, aus doch dem sozialen Umfeld, wo man dann doch hin und wieder eine Einladung bekommt, insbesondere zu Weihnachten und Silvester. Und ich bin ganz froh, dass ich jetzt hier so über, ja, na, über Deutschland streife und mal schauen, wo es mich hintreibt. Ja, erstmal Richtung Westen fahren, mal gucken. Und, aber das Thema, zurück zum Thema. Ja, on the road, essen, gesund essen. Ich zeige euch mal, wie ich das gemacht habe oder wie ich das machen will. So, starte ich sozusagen jetzt in das Leben on the road. Zumindest jetzt für die nächsten Tage, Wochen, mal sehen, je nachdem. Das ist das, was ich noch zu Hause hatte. Ja, das ist hier so ein Wasserkanister für die Sprossen, und den Wasserkanister kann ich dann immer wieder nachfüllen mit Wasser, was ich irgendwo dann bekomme. Das ist mal so das Wichtigste. Natürlich dann auch zum Trinken habe ich dann halt immer so einen Pott, wo ich dann eine Mischung aus, die habe ich jetzt noch im, die hier oben drin, aus Zimt und Kurkuma habe. Da kommt Zimt, Kurkuma und manchmal ein bisschen Stevia rein. Und das gibt es dann sozusagen immer zu trinken, weil ja, den Tee kochen, das ist halt einfach zu viel Arbeit. Dann habe ich halt immer so eine Flasche dabei, wo ich Chiasamen reinmache und Wasser und ein bisschen ja, mit Früchte oder sowas. Da habe ich dann immer so ja, halt ein bisschen meine Omega-3-Fettquelle, wobei ich natürlich auch neben Chiasamen auch mal Leinsamen mit habe, wenn ich einen Salat mache. Hier kommen dann immer mein Obst und Gemüse rein, Sonnenblumenkerne, getrocknete Tomaten, hier so eine Scheibe, die habe ich geschenkt bekommen von meiner Mama. Ja, ist halt Datteln und so. Dann halt für die Sprossen, die Mungbohnensprossen. Ich habe jetzt noch ein paar Linsensprossen gekauft. Das sind auch die Reste von, die ich mir zu Hause hatte. Ein bisschen Kohl, ein Apfel. Ja, und jetzt habe ich mir, war ich gerade einkaufen, habe sozusagen noch aufgefüllt. Das sind halt jetzt noch Beluga-Linsensprossen. Dann habe ich noch 3 Äpfel.
und Kakis, also auch Kakis und noch Sojasauce. Und ich habe auch noch Salz als Gewürz mit dabei. Ich habe noch Kurkuma und Zimt als Mischung noch dabei. Und hier tue ich dann meine Sprossen machen. Also einerseits die vier Gläser, dazwischen ein bisschen Küchenpapier, dass das nicht eben also beim Fahren kleppert die ganze Zeit. Und hier ist dann immer quasi die frischen Sprossen sind hier drin, die dann verzehrbereit sind. Ja, und so versuche ich halt jetzt auch mich on the road gesund zu ernähren. Mal sehen, wie es funktioniert. Ich werde euch das auf jeden Fall in einem Food Diary, das was nächste, was kommt, ausführlich dann noch präsentieren. Das ist einfach nur so als Anregung und ja, so geht's los. Ja, nun könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet, ob das klug gedacht ist, ob das reicht, ob diese große Schüssel, der große Kanister, ob das ausreicht ist, um dann, na, oder ob vier Gläser Sprossen ausreichend ist, um immer frische Sprossen zu haben, wie ihr das so, was ihr so denkt, wenn ihr das seht. Halt. Ich bin mir nicht sicher, ich habe einfach wie so ein Friseur alles eingepackt, was ich noch hatte und ein paar Kerne dazu gemacht und ja, und dann halt einfach schauen, hin und wieder mal irgendwo anhalten, ein paar Linsen kaufen oder sowas. Und dann schauen wir mal. Gut, okay, das soll es gewesen sein. Ich freue mich auf euer Feedback, auf eure Gedanken. Wir sehen uns unten in den Kommentaren. Und ja, na dann. Macht's gut. Ciao.